Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Gothic 2 in einer neuen Aufnahmesession. Ich weiß gar nicht, Und warum ich er muss sich mich jetzt so erstmal aufregt. entschuldigen dafür. Oh Gott, erstmal, dass es gerade ruckelt. Gerade erst reingekommen im Spiel, dann ruckelt es anfangs immer bei der Mod. Aber heftig, was ist denn da Ich hätte los? das sowas gar nicht. Jedenfalls möchte ich mich entschuldigen, dass die 18. Folge jetzt Das am war genau Sonntag für so, wie euch du gesagt gestern hast. ausgefallen ist. Ich kam leider echt nicht dazu Ich hätte aufzunehmen. das nicht Ich erwartet. nehme jetzt gerade an diesem Sonntag erst auf. Es ist bei mir momentan, wie gesagt, Viele sehr Stunden. stressig, sehr viele Überstunden und sehr, sehr Einiges lange Wochenende und viel hinter sich. arbeiten. Und ich habe leider nur Samstags und Sonntags Ja, Zeit stimmt, du und hast ich keine brauchte den Arbeit. Samstag echt mal ein bisschen, Das hätte ich dir vorher um mich sagen meine können. eigenen, um meine eigenen Sachen zu kümmern. Dann Man kommt darf natürlich nicht erst alles Real glauben, Life, was dann man hört. erst Let's Plays und das, so sollte es auch sein. Kann man sich nicht Nein, aufhalten. nicht den Halvor bespringen. Noch So, wir mehr sind ärgert hier er am mich Hafen von auch. Corines und wir wollen ja natürlich schauen, Der was arme wir Kerl hier schon noch so gar alles nicht. entdecken können. Wir haben ja gemerkt, da ist dieser Typ, der will uns Ich habe da meine umbringen, eigene Meinung. hinter dem Fischerstand. Den müssen wir uns dann später mal zur Brust nehmen. Wir wollen aber jetzt erstmal hier schon, auch wenn ich noch ein bisschen was erfahren können wegen der verschwundenen Leute und was man hier noch so alles entdecken kann. Hier führt ein Weg raus. Moment mal. Hier führt ein Weg raus. Führte da schon immer ein Weg raus? War hier nicht eigentlich die Stadt zu Ende? Oder irre ich mich da? Bin ich da jetzt vollkommen falsch? Es ist alles neu gemacht, richtig cool gemacht, auch hier mit den neuen Hafen und so. Wir dürfen wahrscheinlich absolut nicht auf das Schiff, aber wir versuchen es dennoch, weil wir es können. Moment, wo willst du hin? Ich wollte. Hier gibt's nichts zu sehen und jetzt gehst du wieder. Ich will auf das Schiff. Niemand darf das Schiff betreten. Ich habe meine Befehle. Ich werde jeden töten, der das Schiff unbefugt betritt. Im Namen Innos, ich werde das Schiff mit meinem Leben verteidigen. Ist ja gut, ist ja gut. Hä? Rostiges Schwert, okay. Ja gut, dann verteidigt er das halt mit seinem Leben. Wir müssen natürlich noch sämtliche Erfahrungspunkte dazu gewinnen. Wir haben noch 10 Lernpunkte übrig. Wir müssen mit dem Bogen besser werden, sowohl auch mit dem Einhandschwert. Und wir müssen noch viele Fähigkeiten dazu lernen. Also viel, viel zu tun ist es noch. Aber das kriegen wir doch bestimmt irgendwie im Laufe der Zeit hin. Mittlerweile sind wir ja bei der Miliz. Es läuft ja schon mal ein bisschen besser. In Sachen auch mit der Rüstung jetzt. Wer bist du denn und wieso stehst du da so einsam und alleine? Ritter. Ja. Ciao. So, da oben ist die Paladinburg. Die ist ja komplett neu. Sag mal, der Abschnitt da hinten rechts, den kenne ich gar nicht. Oder bin ich jetzt im falschen Film? War der schon immer da? Boah, ey, so viele Jahre her. Ich weiß jetzt nicht, ob das durch die Mod neu dazu gekommen ist oder ob es das schon immer so gab. Ich meine, das gab es so hier gar nicht. Oder ich bin, wie gesagt, im völlig falschen Film. Guck mal, da haben wir doch noch jemanden. Den hatte ich gerade eben ganz übersehen. Der kann uns doch bestimmt auch was über das Verschwinden der Leute sagen. Feldknöterich. Farim, genau, das ist der Herr, den wir suchen. Der Farim hat doch bestimmt nichts dagegen, wenn wir uns hier ein bisschen Fleisch borgen. Leider können wir immer noch kein Fleisch aus den Tieren rausnehmen. Das müssen wir noch erst lernen, bescheuerterweise. Also das finde ich ein bisschen unlogisch. Das ist zu weit entfernt. Womit denn? Also braten können wir es, nur wir können es noch nicht aus den Tieren rausziehen. Farim. Du bist Fischer? Wie hast du das bloß erraten? Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Nimm's mir nicht übel, aber in letzter Zeit bin ich nicht sehr gut, auf die Miliz zu sprechen. Wie war das noch? Er hatte doch immer einen Spruch, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. War das nicht der Ärger mit der Miliz? Ärger mit der Miliz? Letzte Woche haben sie meinen gesamten Fang mitgenommen. Ist für die gute Sache, haben sie gesagt. Ich weiß ja, dass jeder sehen muss, wo er bleibt, seit die Bauern ihren Handel eingestellt haben. Da kommt es schon mal vor, dass der eine oder andere Kohldampf schieben muss. Kein Wunder, dass sie mir den Fisch vor der Nase wegschnappen. Aber wenn das so weitergeht, habe ich nicht mal genug, um mich selbst zu ernähren. Hast du mit dem Paladin schon mal darüber gesprochen? Machst du Witze?
Was interessiert das die Kerle, wenn ein armer Schlucker wie ich Probleme mit der Miliz hat? Vielleicht kann ich dir helfen. Ich weiß nicht. Du müsstest schon jemanden von der Miliz kennen, der einen guten Draht zu den Paladinen hat. Die Paladine werden mir den Fisch wohl kaum abkaufen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ja, da werden wir uns mal drum kümmern, dass er nicht rechtens... Kannst du was über die vermissten Leute erzählen? Mein Freund William hat sich mit einer Menge schräger Vögel eingelassen. Und? Was hatte er am Ende davon? Eines Tages kam er einfach nicht mehr zur Arbeit und war seitdem nicht mehr gesehen. Dein Kumpel William ist verschwunden? So ist es. Er ist zwar Fischer, aber schon ein wenig größenwahnsinnig. Das muss ich dazu sagen. Er hätte sich eben nicht mit diesen Typen einlassen sollen. Welchen Typen? Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Das ist gerade ein paar Tage her. Ist er nicht vielleicht einfach nur zum Fischen rausgefahren? Das kann nicht sein. Sein Boot liegt immer noch im Hafen. Was hat er denn so getrieben? William hat krumme Geschäfte gemacht mit diesen Halsabschneidern. Ich glaube, es ging dabei um Schmuggelware, die er an die Mistkerle verkauft hat. Von welchen Typen redest du da? Ich weiß nicht, wer sie sind oder was sie hier in Korinnes wollen. Ich kenne nur die Stelle, an der sie sich mit William getroffen haben. Ich habe William dort nur zufällig gesehen, als ich in der Bucht beim Fischen war. Wo genau ist denn diese Stelle, wo sie sich getroffen haben? Auf der gegenüberliegenden Seite vom Hafen, von hier aus in Richtung Norden, ist eine Bucht. Man kann sie nur mit dem Boot erreichen. Oder man schwimmt dorthin. Dort gibt es einen Strand und ein kleines Fischerlager. Da habe ich sie gesehen. Er wird schon wieder auftauchen. Das glaube ich nicht. Dazu ist er schon zu lange weg. Ich fürchte, dass ich seine Leiche irgendwann aus der See fischen werde. Ich denke, ich habe genug gehört. Mach dir keine Mühe. Ich glaube nicht, dass du ihn findest. Und, wie beißen die Fische? War schon mal besser. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. So sieht es nämlich aus. Sein berühmter Spruch, an den konnte ich mich noch erinnern. Er meint dann die Bucht da hinten, ne? Also, schätze ich mal, ja, Richtung Norden. Gut, man könnte sie auch zu Fuß erreichen. Oder welche meinte er jetzt? Also, hier hinten in der Mitte die Insel meint er doch nicht. Das sind auch Varane und die können wir noch nicht besiegen. Wir haben jetzt wie viele Pfeile? 13. Man könnte es probieren, aber 13 Pfeile sind mir da doch noch ein bisschen zu wenig. Wir müssen auf jeden Fall die Strandgegend noch besser absuchen. Wir wissen ja von den einen Schmuggler, da lässt sich nichts machen. Das ist doch alles neu hier. Das war doch vorher nicht. So, und da ich jetzt so neugierig bin, gehen wir da natürlich mal da durch. Das sagt mir absolut gar nichts. Stadtwache, Stadtwache. Was haben wir denn hier? Pfanne, Wein, Fischsuppe. Also das nehmen wir natürlich alles herzlich gerne an uns. Aber wenn ihr es wisst, könnt ihr es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. War das bei dem standardmäßigen Gothic 2 damals auch schon hier? Wie gesagt, bei dem standardmäßigen, nicht bei einer Mod oder bei irgendwelchen anderen Erweiterungen. Oder hatte ich da recht, dass hier damals Ende war? Dass man hier gar nicht hingehen konnte, so. Könnt es sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin sehr neugierig, was ihr da schreiben werdet. Wow. Ciao. Lauf doch. Oh mein Gott. Wow, er hat uns verhältnismäßig wenig abgezogen. Muss ich mal so erwähnen. Es war jetzt natürlich auch nicht geplant, dass wir da jetzt hier... Lebensenergie 3. Really? Ach, das Leichwanzen-Dingens. Das füllt 30% auf. Das ist ein bisschen zu viel. 17. Essen wir mal ein Brot hier. Und dann nochmal Fleischwanzen. Fleisch.
So, und dann speichern wir das nochmal regulär und dann werde ich mal versuchen, den Varan zu töten. Es ist nur einer, nur, wohl bemerkt, aber wir wissen ja, was ein nur... Wieso ist der Bogen nicht ausgerüstet? Was ist da falsch? Der Varan gurkt da hinten rum. Im Walde. Ah, ich speichere noch. Ich weiß, ich bin wieder übervorsichtig, aber wir wissen ja auch warum. Ein Schlag, mehr oder weniger, und wir liegen. Gott. Nichts zu holen. Da kriegen wir noch nicht mal was raus. Das ist so traurig einfach. Hälfte des Lebens ist weg und wir haben fast alle Pfeile verschossen. So viel zum Thema. Wir könnten ja die Varane auf der Insel töten. Da sind wir noch weit von entfernt. Weit. Also einer gut und schön. Wenn wir genügend Pfeile haben. Aber für mehr ist da auch leider nicht genug drin, also an Zeug, was wir so haben. Bogenfertigkeit müssen wir natürlich auch noch verbessern, wir müssen einen besseren Bogen haben. Also Möglichkeiten sind natürlich da, dass wir noch stärker werden, so ist jetzt auch nicht. Aber dafür brauchen wir wesentlich mehr Gold, wesentlich mehr Erfahrungspunkte. Denn für die nächste Stufe, da fehlt uns noch einiges. Apfel. Nur noch mal eine Pfanne. Oh, was? Klappermuschel. Ich habe bestimmt irgendwas am Strand übersehen. Garantiert. Aber ich bin jetzt gerade so mega neugierig, was wir hier finden werden. Hm. Ich speichere erneut. Wieso bin ich denn wieder unsichtbar? Oh, was ist denn das? Komisch, wenn man speichert, ist man dann wieder sichtbar. Naja. Wir sind doch aber... Genau, wir sind ziemlich im Süden. Der Leuchtturm von Jack ist weiter im Norden. Was zur Hölle hat es hiermit auf sich? Wir umrunden das Objekt erst einmal. Mit der Hoffnung, dass wir nicht sterben. Alte Münzen. Okay. Da hinten geht es auch noch überall weiter. Das ist ja krass. Ich bin hier irgendwie voll im falschen Film. Münzen nehmen wir gerne an uns, auch wenn das jetzt nicht viel ist, aber wir haben absolut so gar kein Gold, sehe ich gerade. 24. Hatte ich schon voll vergessen, dass wir so pleite waren. Okay, der Turm hat einiges abbekommen, würde ich sagen. Dann plumps fallen wir einfach runter. Das geht das? Schaffen wir das? Und wenn ja, lohnt es sich? Naja. Tolle Aussicht haben wir da. Ist das denn da hinten der Turm von Sardas? Nee. Ist nicht der Kurinis?
I don't know. Also eigentlich ist ja das nicht der Turm. Egal, wie dem auch sei, eine tolle Aussicht hat man hier alle Male. Aber mehr so auch leider nicht. Ein bisschen Gold. So eine Truhe mit 100 Feinen wäre nice, aber ich weiß, das ist ein bisschen übertrieben. Ein bisschen Gold, da würde ich jetzt auch nicht nein zu sagen. Ah, ein Scavenger. Zwei Scavenger. Drei Scavenger. Die dürften wir doch wohl besiegen können. Mit Schwert. Versteht sich. Koko! Ach, wir sind einfach so ein Billo. Wir können einfach gar nichts. Das ist erbärmlich. Mann. Das ist doch lächerlich. Das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Neue Aufnahmesession und ich wusste schon gar nicht mehr, dass man in dem Spiel so schlecht ist. Und einfach nichts aushält. Gar nichts. Haben wir denn hier irgendwie... Ja, haben wir... 5. Auf der 5 haben wir Zauber. Im Ernst jetzt? Lächerlich. Wir kriegen nicht mal Scavenger besiegt. Oh, Entwickler, warum spielst du das denn selber nicht? Warum? Der hat die Mod einfach nur entwickelt, weil es cool aussieht, aber selber hat es gar nicht gespielt. Weil, wenn er selber gespielt hätte, hätte er gemerkt, oh, der Schwierigkeitsgrad, den ich da reingehauen habe, der ist viel zu heftig. Da muss ich nochmal um die Hälfte den Schwierigkeitsgrad verringern. Wölfe, da kannst du ja von träumen, hier überhaupt irgendwie weiterzukommen. Das ist höchst lächerlich. Ja, gut, merken wir uns mal vor. Irgendwann, 5000 Stufen später, können wir hier mal hin. Das regt mich halt auf. Das sind eigentlich normale Gegner in Gothic 2, die man schon... Manchmal klar, manchmal auch was mühevoll, aber die man schon besiegen kann. Eigentlich auch mit wenig Versuchen. Gothic 2 ist ja an für sich ja auch schon recht schwierig, wenn man noch nicht so die Rüstung hat und noch nicht so die Skills. Soll ja auch so sein. Ich meine, ist ja ein Rollenspiel, man steigert sich ja nach und nach. Aber nicht so. Nicht so, lieber Entwickler dieser Mod. Das ist keine Steigerung, das ist einfach schon, jeder Gegner ist ein Boss für dich. Der Varan gerade eben verhältnismäßig hat er kaum Schaden gemacht. Also, kaum ist auch wieder relativ, aber... Den konnte man dann zumindest schon mal in Visier nehmen. Nun gut, wissen wir auf jeden Fall eine weitere Ecke, wo wir noch hingehen müssten, um was zu entdecken. Jetzt wollen wir mal hier oben schauen. Denn hier haben wir noch weitere Leute. Ritter. Martin. Hey. Was gibt es denn hier oben? Du stehst hier im Proviantlager der königlichen Garde der Paladine. Kannst du mir etwas von dem Paladin-Krempel verkaufen? Du willst was kaufen? Sagen wir mal so. Wenn du mich für den Ärger entschädigen kannst, dass den Paladinen mal wieder was abhanden gekommen ist, kommen wir vielleicht ins Geschäft. Passiert das öfter, dass etwas abhanden kommt? Solange der Proviantmeister sagt, dass es alles seine Richtigkeit hat, nicht. Verstehe. Der Fischer Farim hat Probleme mit der Miliz. Die Jungs bestehlen ihn ständig. Und was habe ich damit zu tun? Du hast einen gewissen Einfluss hier oben bei den Paladinen. Farim benötigt deinen Schutz. Er will dafür auch einen Teil von seinem Fang an dich abgeben. Verstehe, was du meinst. Fische. Als ob ich nicht schon genug Mist verwalten muss. Sag deinem Kumpel, er soll zu mir kommen und erzählen, wie das genau war mit der Miliz. Ich werde mich darum kümmern. Das klingt ja schon mal gut. Du suchst den Mann, der an die Banditen Waffen verkauft? Sagt wer? Sagt Vatras. Oh. Was weißt du denn darüber?
Nicht viel, aber ich könnte mehr herausfinden. Ach, so ist das. Sagst du mir, was du über den Waffenhändler weißt? Pass auf. Wir wissen, dass ein einflussreicher Bürger des oberen Viertels dahinter stecken muss. Und einige der Waffen sollen sogar aus den Beständen der Miliz gekommen sein. Aber wer genau dahinter steckt, wissen wir noch nicht. Wenn du genug Mumm in den Knochen hast, eine Gruppe von mindestens 5 Banditen aus dem Weg zu räumen, kannst du es vielleicht rausfinden. Was ist mit den Banditen? Wir wissen, dass die Banditen zurzeit die Verbindungsstraßen zwischen den Bauern und der Stadt belagern. Außerdem weiß ich, dass es eine Waffenlieferung in den letzten Tagen gegeben haben muss. Vielleicht sind dort bei den Banditen Hinweise zu finden, die den Waffenhändler entlarven können. Wegen des Waffenhändlers. Wie war das nochmal genau? Also, du sollst herausfinden, wer hinter den Waffenlieferungen an die Banditen steckt und mir die Beweise bringen. Aber es müssen schon wirklich belastende Beweise sein. Sonst kann ich den Kerl nicht dingfest machen. Wie war das nochmal? Ja, das wissen wir jetzt schon. Was hast du anzubieten? Dann pass mal auf. Also Waffen hat er wahrscheinlich ganz tolle Sachen dabei, aber die können wir alle nicht kaufen, weil kein Geld und Stärke noch nicht hoch genug. Von daher ist das auch wieder uninteressant. Mullaret, Fett, okay. Wundheilung, heiliges Licht, heiliger Pfeil. Magieschaden. Ring der Magie, alles ganz toll und schön, aber ciao. Alle Kisten noch da? Alle Kisten noch da? Mach dich ruhig über mich lustig. Steh du mal den ganzen Tag auf der Pier und versuche, das ganze Chaos zu überblicken. Die Paladiner haben ein Gerümpel angeschleppt. Das ist nicht mehr feierlich. Ja gut, sie sind zumindest gut vorbereitet, die Paladine. Das muss man ihnen lassen. Wir reden jetzt mal eben nochmal mit Farin zum Ende der Folge. Er freut sich doch bestimmt über den Schutz. Klar, ein paar Fische muss er abdrücken, aber immerhin hat er seinen Fang da noch und kommt definitiv besser da weg. Hey, du. Ich habe die Lösung deiner Milizprobleme. Und, wie sieht die aus? Ich bin einfach zu selten hier, um ständig auf deine Fische aufzupassen. Aber ich habe da jemanden, der das kann. Martin, der Proviantmeister der Paladine, will sich deine Geschichte von der Miliz und deinen Fischen anhören. Und du meinst, er kann dafür sorgen, dass mich die anderen der Miliz in Ruhe lassen? Hat er zumindest gesagt. Gut. Ich danke dir. Ich kann dir nicht viel geben. Aber warte. Ich habe diesen seltsamen blauen Stein auf einer der Inseln vor Korinis gefunden. Ich glaube zwar nicht, dass er viel wert ist, aber jemand wie du kann ihn sicher gebrauchen. Aquamarin. Und? War schon mal besser. Ja, wissen wir und ciao. Und da liegt noch ein Fisch, den klauen wir ihn direkt mal vor der Nase weg. Aquamarin. Blauer Stein. Boah, 100 wert, ne? Alte Münze. Ja, müssen mal schauen. Also, vielleicht kriegen wir hier und da noch was verkauft und vielleicht auch noch mal hier und da ein paar Erfahrungspunkte. Für Inos. Aber Quests können wir dann auch vielleicht mal bald in Angriff nehmen. Ich würde sagen, das und mehr erfahren wir erst in der nächsten Folge von Gothic 2. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bin erstmal raus und sage erstmal bis dahin. Tschüss.